Erstmal herzlich willkommen heute zur Braunschweiger Premiere des Films Ukrainian Agony. Ich wollte hier noch ganz viel erzählen, das werde ich aber jetzt nicht tun aufgrund der Zeitverzögerung, die wir jetzt schon haben. Nur vielleicht ganz kurz, vor einem Jahr etwa tauchte plötzlich jemand mit Käppi auf bei uns auf der Friedensmahnwache in Braunschweig. Erzählte was von der Ukraine und dass er da runter will. Wir haben spontan damals etwas über 400 Euro gesammelt, haben das direkt umgetauscht in Verbandsmaterial und in Medikamente und konnten also da einiges an Hilfsgüter damals schon mitgeben. Seitdem war er ein paar Mal bei uns auch gewesen, hat bei uns gesprochen und hat uns immer wieder einen Eindruck hinterlassen, was so in der Ukraine tatsächlich passiert. Und er hat, glaube 3 Gigabyte Material gesammelt. Drei Terabyte an Material gesammelt und hat jetzt daraus seine Dokumentation gemacht. Und ich freue mich, dass wir ihn hier nach Braunschweig holen konnten. Das ist uns eine Ehre, dass wir heute hier auch die Filmvorführung machen können. Danach werden wir eine kurze Diskussionsrunde machen können, dass wenn ihr Fragen habt, dann mal, dass ihr mit Marc sprechen könnt. Die Veranstaltung ist gesponsert worden von der Zukunftsgesellschaft e.V. Das heißt, wir haben hier die Räume bezahlt, die Technik bezahlt, damit jeder hier auch teilnehmen kann. Was wir nur möchten, unsere Bitte, ist im Nachgang, also nach dem Film, bevor ihr nach Hause geht, eine kleine Spende dazulassen. Und die Spende ist eben halt auch dafür, dass der Film auf andere Sprachen, in andere Sprachen halt übersetzt werden kann, dass möglichst viele Menschen auf der Welt sehen können, was wirklich abgeht. Und die CD ist auch, glaube ich, käuflich zu erwerben. Oder ich will sie so wirklich behalten. Er wollte von jedem unterschreiben lassen und er mitnehmen. Hätte viel Zeit und Geld gekostet. Also ihr könnt dann auch die CD erwerben beim Markt. Und ja, da würde ich sagen, nochmal ein kleiner Applaus, das ich eben schon abgeholt. Du grüßt mit mir zusammen alle unseren Marc Bakkermann. Ich will nicht viele Worte verlieren. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und auch wenn es nicht dieser riesige Abend ist in Berlin, freue ich mich auch selbst hier zu sein, das ist mir also auch wert. Und ich kann das geehrt fühlen eigentlich nur zurückgeben. Also es ist mir auch eine Ehre, hier zu sein. Ich möchte über den Film nicht viele Worte verlieren, sondern wir werden ihn uns einfach anschauen. Die DVDs sind tatsächlich da, also wer da nicht an sich halten kann und unbedingt eine DVD haben möchte, das ist also im Anschluss durchaus möglich. Ich möchte nur auf eins hinweisen, weil das auch immer wieder Gegenstand der Diskussion ist, immer wieder. Dieser Film ist tatsächlich finanziert, also von mir und meinem Team komplett allein. Wir haben keinen Kanal oder keinen Sender oder sonst irgendwas im Rang, der das getan hat. Sodass wir also auch, sage ich mal, tatsächlich unsere Sicht und meine Sicht in letzter Konsequenz auch darstellen konnten. Also nicht in irgendeiner Form etwas Genehmes produzieren, was dann nochmal durch irgendeinen Sender, durch irgendeine Redaktion läuft, sondern das ist also komplett das, was wir mit diesem Film transportieren wollen. Und darum, dieser Satz, den Sie hier vorne sehen, der Film basiert auf persönlichen Erlebnissen eines deutschen X-Reporters und spiegelt seine Sicht der Ereignisse wieder als Bestandteil des Films, ist also auf der DVD genauso zu sehen. Und das ist genau das, was ich möchte, dass Sie es auch wahrnehmen. Es ist das, was jemand gesehen und erlebt hat und daraus seine Schlüsse gezogen hat, der dort war und nicht hier gesessen. Und ich wünsche Ihnen, was wünscht man? Ich freue mich, dass Sie da sind, wir schauen uns nicht an.
gibt Szenen, die sie in diesem Film nicht gesehen haben. Es gibt ganz viele Szenen, die sie nicht gesehen haben. Wir haben also bewusst versucht, diese extremen grausamen Szenen und das, was manchmal eher an ein Schlachthaus als an, sag ich mal, eine Ortschaft erinnert, so weit rauszulassen, also das reduziert zu machen. Es gab ab und zu zwischendurch mal so ein paar Bilder, weil das ist eben einfach mal die Realität dort drüben. Aber wir haben versucht, diesen Film jetzt eben nicht in eine, ich sag's mal, Splatter- und Blutorgie auswachsen zu lassen, weil es dem Inhalt letztlich eigentlich nicht förderlich ist. Da sind diese viele Chancen in den deutschen Medien, so wie der hier so ist. Wenn nicht, dann warum nicht? Halte ich schon. Ja, okay. Also in Braunschweig, wir haben ja auch versucht, Zeitungen zu involvieren. Ich habe es versucht, über das Kino in Braunschweig zu machen, habe die angeschrieben. Es besteht für dieses Thema keine Chance, in öffentlich-rechtlichen Medien irgendwo eine Relevanz zu bekommen. Wir können das nur auf eigene Faust machen, mit eigenen Plakaten. Und dann muss man die Leute erstmal dazu bekommen, überhaupt darüber nachzudenken, sich so einen Film anzuschauen, weil sie ja von den Medien was ganz anderes hören und dann denken, um Gottes Willen, ich gehe doch jetzt nicht in den Propagandafilm. So ist einfach die Meinung der Menschen. Ich habe selber versucht, Leute mit hierher zu bringen. Ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann aber auch noch was anderes dazu sagen. Wir werden diesen Film natürlich in einigen Städten zeigen, auch in Deutschland, auch in anderen Städten, logischerweise. Es gibt auch eine DVD, wie gesagt, die habe ich hier. Die kann man also auch kaufen. Wir versuchen den also auch tatsächlich an den Mann zu bringen. Müssen natürlich auch zusehen, dass wir es refinanzieren in irgendeiner Form, weil wir, wie gesagt, ich habe alles an Geld reingesteckt, was ich hatte. Aber wenn diese Vorführungen gelaufen sind, auch in anderen Ländern noch gelaufen sind, werden wir noch im Jahr 2015 diesen Film auf YouTube zur Verfügung stellen. Wenn die Leute eine Idee haben, dann machen. Einfach machen. Zu mir ist damals keiner gekommen und hat gesagt, so, ich habe jetzt hier einen Ablaufplan, du fährst da rüber, dann machst du dieses, jenes oder welches. Ich habe gesagt, ich gehe da hin, egal wie. Egal wie. Und das ist, ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass es zu dem Zeitpunkt unfassbar viel schwieriger war, dort reinzukommen, als hier, sage ich mal, jemanden anzutriggern, zu sagen, guck mal, da gibt es einen Film oder sonst was. Genau. Also machen. Ja? Und das ist das, was ich noch sagen will. Dass sie zum Beispiel hier sind, ist ja auch schon wieder eine Art Machen. Weil ich habe den Film nicht gemacht, so wie wir es vorhin gescherzt haben, ja, damit ich einen Haufen DVDs bei mir zu Hause rumliegen habe und gesagt habe, oh, ich habe mal ein Jahr lang irgendwie einen Film gemacht in einem Kriegsgebiet. Ja, sondern ich habe ihn gemacht, damit die Leute einfach die andere Seite auch sehen. Also es ist kein Abenteuerurlaub. Nein, es ist nicht, definitiv nicht. Und zur Propaganda kann man sagen, deswegen habe ich bewusst am Anfang, steht es am Film, und ich habe es auch bewusst immer noch gesagt, Fakt ist eins, es gibt keinen objektiven Journalismus, den gibt es. Das hat Frank Höfer auch bei der Premiere mal nochmal ganz deutlich gemacht. Weil hinter jeder Kamera steht immer ein Mensch. Und dieser Mensch hat immer einen gewissen Standpunkt, ja? Eine gewisse Sichtweise auf Dinge. Das heißt, die Kamera lügt nicht, ist eigentlich der größte Unsinn. Ja? Ich kann aber bestimmte Dinge weglassen oder ich kann sie zeigen. Und was wir machen wollten, ist einfach, wir wollten die andere Seite von innen auch zeigen und die Schlüsse, die wir gezogen haben, nachdem wir nämlich da waren. Und das ist der Unterschied zu all den anderen, die eben nicht da waren. Ja? Und insofern, wenn jemand sagt, Mensch, du, das ist Propaganda. Wo fängt die an, wo hört die auf? Ja, dann ist es eben Propaganda. Dann ist es Propaganda. Propaganda, die Definition des Begriffes sollte man sich anschauen und dann kann man diesen Film einordnen. Ich bin nicht derjenige, der durch die Gegend rennt und messianisch versucht, jemanden davon zu überzeugen, dass es keine Propaganda ist. Ich zeige diese Bilder und sie alle
haben ihren eigenen Kopf. Da ganz, ganz hinten gab es eine Frage. Ja, also ich bin ja jetzt zum Glück frei und ich werde mich ja irgendwie meine Sachen hier auf die Socken machen und möchte, frag mich jetzt, wie ich das Thema irgendwie für den Normalbürger einbetten kann. Also es gibt ja so viele Themen und so viele Sachen. Oder was würdest du jetzt einfach antworten, wenn dich jemand fragt, was hat das mit mir als Deutscher zu tun oder warum? Was hat das mit mir als einfacher Bürger? Wo habe ich die Verantwortung als einfacher Bürger? Wie kann ich das vermitteln? Dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, ganz platt irgendwie in der Stadt jetzt meine One-Man-Montagsdemo mache, hier, ihr seid mitverantwortlich für die Ukraine. Wo ist denn das Bindeglied zwischen dem einfachen deutschen Bürger? Was würdest du jetzt persönlich sagen? Also ich habe da eine Meinung zu, das Bindeglied. Genau. Zum einen ist das Bindeglied, also es gibt mehrere Bindeglieder. Das erste Bindeglied ist dieser zweite Maidan. Wir erwähnen am Anfang ja den ersten 2004, der ja auch lange vorbereitet war. Dieser zweite Maidan hat ganz bestimmte Förderer gehabt. Also zum einen finanziell über NGOs, die dort entsprechend gewirkt haben, und einer der wesentlichen Förderer von bestimmten Dingen dort war die Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist eine deutsche Stiftung, hat eins. Zweitens haben sich nicht nur, aber natürlich auch entsprechend medienwirksam deutsche Politiker dort die Klinke in die Hand gegeben, allein auf dem Maidan, sag ich mal, das zu unterstützen. Was man zum Maidan wissen muss, ist, wir zeigen diese Bilder im Übrigen bewusst. Wir zeigen nicht nur diese Bilder, wo die Leute, ja, also wo Sicherheitskräfte dort massiv angegriffen werden und untertiteln das mit der Rede von Victoria Nuland, ja. Sondern wir zeigen auch die Bilder vom Anfang. Da sehen Sie sowas gar nicht. Ja, da sehen Sie Leute mit den ukrainischen Fahnen, mit diesen Schildchen, wir wollen in die EU. Und es ist tatsächlich immer noch so. Die träumen heute noch von Visafreiheit und Gehältern wie in Deutschland. Originalton Jazenjuk auf dem Maidan habt ihr in einem Jahr. Sie glauben das. Die glauben das immer noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn sich herausstellt, dass die Dinge, die wir auch beobachtet haben, dass die zutreffen und dass es keine Aggression Russlands ist, sondern dass dieses Land sich mit seinen nationalistischen Tendenzen und seinen faschistoiden Tendenzen von innen selbst auffrisst. Wenn das klar wird und die Weltöffentlichkeit nicht mehr drumherum kommt, dann werden genau dieselben Medien jetzt solche Filme zeigen. Und sie werden ihre Schubladen aufmachen und sie werden Berichte rausziehen, die genau sowas zeigen. Und sie werden nicht sagen, wir sind schuld, wir Medien, sondern sie werden sagen, wir sind immer nur belogen worden von Poroschenko und seinem Ukraine Crisis Media Center. Denn ich habe, die Frage ist ja auch gestellt worden, ich hatte Kontakt zu einer Produktionsfirma ZDF letzten Jahr im Sommer, die wollten tatsächlich ein Kriegstagebuch Ukraine, dass wir das drehen für die da unten. Ich habe gesagt, okay, dann gebt uns die Garantie, dass ihr es so zeigt, wie wir es drehen. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Hin und her und her und hin. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben Leute gefunden, die es gedreht haben. Und baff, zwei Folgen sind gelaufen. Und es ist genau das passiert, dass vor Ort Dinge in einem völlig anderen Kontext gestellt wurden. Rechter Sektor muckt jetzt auf da unten in Mukatschewo. Ja? Jetzt, seit gestern stehen sie auf dem Maidan. Es gibt wieder, ich glaube, der dritte oder vierte Maidan jetzt? Irgendwie, keine Ahnung. Der rechte Sektor steht jetzt wieder auf dem Maidan und fordert ein Referendum und er fordert, wenn das nicht eingehalten wird, ja, Abstimmung über die Regierung, dann werden sie ihre eigene Wahlkommission gründen. So weit sind die dann. Ja? Jetzt müsste man nochmal normalerweise meinen, wenn die jetzt schon offen auftreten, bewaffnet, ja, entsprechend mit Haken, kurzen SS-Rundung, weiß der Geier nicht noch was, dass die Leute da jetzt auch mal aufwachen. Nee. Da gibt es eine offizielle Verlautbarung von Poroschenko, der sagt, ich denke, das sind eher russische Agenten, die von Putin geschickt wurden, die das jetzt da produziert haben. Im Ernst, eine offizielle Verlautbarung. Das heißt, man dreht sich das immer, wie man will. Und das nenne ich selektive Wahrnehmung. Und das haben viele und das haben auch Leute, die alternative Medien wahrnehmen. Kann ich vielleicht noch was zu sagen?
Letztlich passiert Folgendes. Sie werden dann sagen, wenn das alles hochkocht, wir haben ein Investigativteam losgeschickt und haben mal recherchiert, was da wirklich los war. Weil der böse Poroschenko, der böse Yatsenyuk und die bösen, das böse Ukraine Crisis Media Center hat uns die ganze Zeit belogen. So wie eine Zeitung mir das gesagt hat. Nee, wir verlassen uns auf die Agenturmeldungen, denen ich angeboten habe. Hier, guck doch mal einen Artikel. Ja? Da stand nicht einmal Putin drin, in dem Artikel. Und da stand nicht einmal Russland drin, sondern es war ein Bericht über diese Kinder. Diese Kinder, die sie im Film gesehen haben. Nee, wir verlassen uns auf unsere langjährigen Korrespondenten dort vor Ort und auf Agenturmeldungen. Natürlich verlassen sie sich auf Agenturmeldungen. Die Agenturmeldungen, DPA, AFP und so weiter und so fort, kriegen aber ihre Meldungen auch nur vom Ukraine Crisis Media Center. Und das ist das, was ich meine mit. Wir waren da und wir waren diese ganze lange Zeit da. Ich habe auch die anderen Journalisten dort alle gesehen. Auch eine Golina Yatay war da. Zur Wahl im November. 2 oder 3 Tage. Ja? Während einer Waffenruhe. Wir waren aber da und haben das gesehen, was wir da gezeigt haben. Und sie werden dann sagen, die Bösen haben uns belogen und jetzt haben wir herausgefunden, wie es wirklich war. Und das wird zu Folgendem führen. Die Masse der Menschen wird wieder sagen, siehste, die wollten eigentlich immer nur was Gutes und haben ja nur das zu berichten gekriegt, was sie gekriegt haben, aber jetzt sagen sie uns die Wahrheit. Und eigentlich wollten sie uns schon immer die Wahrheit sagen. Sagt die Masse, die sich jetzt auch nicht damit auseinandersetzt, die überhaupt nichts anderes als kennt, ja, die nur Massenmedien im Prinzip konsumieren. Dann gibt es die Leute, die die Massenmedien nicht mehr konsumieren, sondern sich alternativ informieren. Da gibt es ganz viele, die dann sagen werden, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir dieser bösen Lügenpresse. Ich mag diesen Begriff nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da stecken ja andere psychologische Muster dahinter. Aber jetzt haben wir es denen so gezeigt, jetzt sind die eingebrochen und jetzt berichten sie die Wahrheit. Nee, sie müssen nur, weil es sich nicht mehr verheimlichen lässt. Das heißt, sie werden diese Nummer, diese Wer... Welche Interessen stützen wir beim nächsten Mal wieder durchziehen? Wieder. Und sie werden sich mit dieser vermeintlichen Geschichte, jetzt haben wir mal die Wahrheit gesagt, ja, werden sie sich ihre Weste weiß waschen, alle werden wieder glücklich sein und sagen, jo, der Spiegel berichtet jetzt wieder vernünftig, ARD und ZDF können wir wieder gucken, ja, ist jetzt keine Propaganda mehr, ja, und alles wird gut. Und kriegen nicht mit, dass im Hintergrund derselbe Käse schon wieder läuft. Ja, weil sich die Interessen dieser Medien letztlich nicht in Luft auflösen, sondern sie bleiben immer die gleichen. Ja. Hier gab es eine Frage. Vorhin schon, habe ich gesehen. Also Frage, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, mir hat also auch sehr gut gefallen, also, dass der Himmelwind gesagt hatte, dass, also ich würde es auch sehr schön halten, wenn man sowas auch an die Schule halten könnte, weil finde ich gut. Also, ja, na gut, da würde es gut verbreitet werden und mir ist dann auch eingefallen, ich hätte das dann auch ganz gerne, dass die Schüler, sagen wir mal, zweimal wie Klassenarbeit schreiben. Weil, sagen wir mal, erstmal schreiben sie einen Aufsatz über die Sache von Ukraine und sowas. Ich meine, wir können sie mal drehen, so Zeitungsausschnitte und sowas. Mhm. Und dann nächste Woche wird der Film gezeigt und dann sollen sie nochmal drüber schreiben. Für mich sind das nämlich geblendete Marionetten und dann halt nach dem Motto kann man sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Wenn man die Realität sieht, dann ist das so. Damit beschreiben sie leider das Paradies. Wenn man das so machen könnte, ja, das wäre natürlich toll. Ich nehme für mich nicht jetzt unbedingt den Anspruch, dass es dieser Film sein soll, aber es geht ganz einfach um, sage ich mal, und damit will ich das auch abschließen eigentlich, was ich zu Medien zu sagen habe, das ist relativ wichtig. Es geht darum, diesen Weg, das was Sie beschreiben, das ist der Weg der Erkenntnis. Es gibt zwei Wege, die im Moment beschritten werden von Menschen. Das eine ist der Weg der Erkenntnis und das andere ist der Weg der Bestätigung. Und unser Journalismus, unser Mainstream-Journalismus funktioniert aus ganz bestimmten Gründen. Die Leute sind im System assimiliert, sie verdienen dort ihr Geld, sie machen dort ihre Karriere. Ja? Deswegen tun die Leute logischerweise Dinge, die förderlich sind dafür. Ja? Ist das eine und das andere ist, sie bekommen eben von vornherein aus dem Schulsystem, und ich kenne noch ein anderes Schulsystem, wo das anders ist, nicht den Weg der Erkenntnis gelehrt, sondern immer den Weg der Bestätigung. Und der Weg der Bestätigung ist,
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein ganz normaler Mensch in Deutschland. Und Sie nehmen jeden Tag die Medien in einer normalen Menge wahr. Morgens in der Zeitung, ja? Mittags nochmal online irgendwie surfen, abends die Tagesschau und heute Journal gucken. Sie werden mit Informationen überflutet und Sie fühlen sich informiert. Weil, morgens Zeitung, mittags nochmal kurz da reingucken, ja, bei Focus Online und so, oder Spiel Online. Und abends nochmal Tagesschau, ich bin informiert. Unterwegs im Auto noch Radio. Ja? Ich bin informiert, Sie fühlen sich informiert. Was würde jetzt passieren, wenn Sie durch blöde Zufälle, und das ist immer die Frage, wie kriegt man die Leute dahin, dass dieser Zufall passiert, plötzlich hinter diese Kulisse schauen? Von Zeitungen, von ja, Spiegel Online und so weiter und so fort, und heute Journal und Tagesschau. Plötzlich stellen Sie sich vor, Sie schauen dahinter, gucken um die erste Ecke, und Ihnen wurde die ganze Zeit erzählt, das hier ist grün. Und jetzt gucken Sie um die Ecke und sagen, verdammter Hacke, das ist rot. Jetzt gibt es zwei Sorten von Menschen. Einmal der Weg der Erkenntnis, der andere der Weg der Bestätigung. Die eine Sorte von Menschen, ich verurteile die überhaupt nicht. Ja. Die eine Sorte Menschen oder der eine Mensch, bleiben wir mal bei der Einzahl stehen, sagt, rot, ne. Kann nicht sein, ist ja grün, das sagen ja immer, es ist grün. Also ist irgendwas faul. Ich ignoriere, da gucke ich lieber nicht, will ich gar nicht wissen. Ich habe das heute in einem Kommentar gelesen, wo jemand gesagt hat, Mensch, guck dir doch diesen Film an. Nee, will ich gar nicht wissen. Ja, okay. Ja, ja. So, ich will es gar nicht wissen. Oder die ganz Stringenten gehen eben hin und sagen, ne, das ist gelogen. Das ist eine Lüge. Es kann nicht rot sein, es muss grün sein. Das ist, nehmen wir mal ein anderes Land, damit es nicht immer dieses ist, das ist timbuktanische Propaganda. Ja, damit wir nicht immer von Russisch sprechen. Da gibt es übrigens Propaganda in Russland. Wollte ich nur mal sagen. Ist mir völlig überraschenderweise aufgefallen, dass es da auch Propaganda gibt. Huh! War ich erschreckt, weil ich habe mir gedacht, voll das Paradies da drin. Blödsinn. Da gibt es genauso Propaganda. Ja? Aber, da ich weder für russische Sender noch für deutsche arbeite, bin ich jetzt irgendwo dazwischen und kann mir meine eigene Sicht erlauben. Und so ist die Zusammenfassung. So, jetzt gehen wir mal, spinnen wir das Spiel mal weiter. Weil irgendwann kommt ihr auch ins Spiel. Die andere Sorte, die nicht davor zurückschreckt, sagt, oh, wenn da rot ist hinter der Ecke, dann will ich aber wissen, was hinter der zweiten Ecke ist. Und dann gucken wir hinter die zweite Ecke, was ist da? Rot. Verdammt. Wieder rot. Ja? Es gibt keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Der Tonkin-Vorfall war eine Lüge. Ja? 9-11 ist noch nicht so hundertprozentig klar. Ich sag's mal ganz vorsichtig, ja? Dann geht die wieder weiter, dritte Ecke, wieder rot. Und jetzt sagen sie, verdammte Hacke, das hat System. Da drüben erzählen sie die ganze Zeit, hat System, ist so ein super Wortspiel, ja? Das System hat System. Das System erzählt uns die ganze Zeit, es wäre grün. Und ich habe jetzt dreimal festgestellt, dass es rot ist. Verdammt! Aber jetzt interessiert es mich. Dann gehen wir um die vierte Ecke. Rot. Ha, wusste ich. Fünfte Ecke. Blau. Hä? Blau. Ah. Sechste Ecke. Grün. Und jetzt gibt es wieder zwei Sorten von Menschen. Von denen, die dahinter geschaut haben. Ja? Die ersten, die sagen, blau, okay, ist jetzt nicht so mein Fokus. Ja? Die anderen sagen, oh verdammt, da gibt es ja sogar noch was anderes. Ja? Den Weg der Erkenntnis, also auch hinzugehen zu sagen, egal wie unangenehm vielleicht eine Wahrheit für mich sein könnte, ich gucke trotzdem drauf. Und ich habe das hinter mir, ich bin in zwei Systemen, habe ich gelebt, ich kenne beide Systeme. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, und das tut verdammt weh, dass alles, woran ich geglaubt habe in diesem System, nicht existiert. Es ist eine Lüge. Es ist das, was mir vorgespiegelt wurde und wo ich irgendwann meinen Mechanismus entwickelt habe, mir alles so hinzuinterpretieren, dass es für mich passt. Der Weg der Bestätigung. Ich habe ihn aber anders gelernt, den Weg der Erkenntnis. Und da ist es schwer, da wieder zurückzukommen. Ja? Also, nicht hinzugehen und zu sagen,
Ich biege mir das jetzt so hin, dass es mein Narrativ, mein Weltbild immer bestätigt. Das sind die Leute, die sagen, grün, rot, nee, kann nicht sein. Bestätigt nicht mein Weltbild, will ich nicht sehen, will ich nichts mit zu tun haben. Ja? Oder ich drehe es mir so, wie Poroschenko, der sagt, gut, ist zwar rechter Sektor, insgeheim, aber das muss einfach Putin sein, verdammt. Ich drehe mich um, dann ist es links. Ja, genau, ich drehe mich um, dann ist es links. Ja? Rechts geht nicht, ich drehe mich um, dann ist es links. Ja? So, der Punkt ist, es fängt jetzt erst an, kompliziert zu werden. Alle die, die um fünf Ecken gegangen sind, viermal rot gesehen haben und einmal blau und jetzt plötzlich grün sehen, sagen, das kann nicht sein, es darf nicht sein, es muss rot sein. Ich bin doch aufgewacht. Ja? Ich habe doch das System durchschaut. Und das ist etwas, was Alternativmedien, und das muss ich dazu sagen, fangt nicht an, von einem Dogma, von dem Systemdogma, in das alternative Mediendogma zu springen. Weil da ist auch wieder so viel, wo ich einfach sage, okay, nee, mit denen möchte ich auch nicht gerne irgendwie gesehen werden oder so. Ja, zusammen. Also, auch da, fangt an, das wahrzunehmen, wie es tatsächlich in der Realität ist. Versucht das da rauszukriegen. Und wenn es, das ist eben scheiße. Unsere Medien würden eins nicht machen. Unsere Medien reden, falls es mal jemandem aufgefallen ist, immer entweder von Putin oder von Russland. Die reden nie von den Russen in so bösen Zusammenhängen. Das trauen die sich nicht. Weil dann wären sie ja, da wären sie ja Volksverhetzer. Ja? Also da diese Feinheiten wahrzunehmen, um auf dieses Grün zurückzukommen. Wenn hinter der sechsten Ecke grün ist, und ihr geht den Weg der Erkenntnis und es bleibt grün, dann ist es grün, auch wenn es im System auch grün ist. Interessant wäre zu sehen, ob das im System auch grün ist oder ob es nicht da vielleicht gerade rot ist. Ja? Also Medien entsprechend bewusst wahrnehmen und nicht den Weg der Bestätigung gehen und zu sagen, es muss irgendwie in mein Bild passen, es muss irgendwie reinpassen. Und das ist genau das Problem, was die Menschen in der Ukraine gerade haben. Es muss in mein Bild passen, irgendwie. Es kann nicht sein, dass uns Europa verarscht hat, um es mal auf Deutsch zu sagen. Das darf nicht sein. Die wollten uns doch was Gutes. Wir haben uns doch hier hingestellt und haben dafür demonstriert. Ja? Russland hat uns dafür überfallen. Mit seiner ganzen Armee. Letztes Statement von Poroschenko waren 200.000 Russen. Russische Soldaten im Donbass. Ich hätte es gesehen, weil da wären die Straßen echt voll. Ja? Ich weiß im Übrigen auch, wo in Donetsk das der Hauptversorgungsstandort der russischen Armee ist. Ich sage es jetzt einfach mal in die Kamera. Gebt mir 30 Minuten und ich zaubere euch in Donbass, in Donetsk, an Originalschauplätzen, die russische Armee. Die ganzen Insignien kannst du nämlich kaufen auf dem Markt da. Gibt es sogar Fotos von. Und du kannst dir aussuchen, möchtest du, sage ich mal, ein Leutnant der WDW sein, also ja, der Luftlandetruppen, ja? Willst du lieber bei den Aufklärern mitmachen? Ja? Welchen Rang hättest du gerne? Welche Uniform hättest du gerne? Ja? Und das ist etwas, wo ich sage, wenn eine OSZE solche Dinge veröffentlicht, die dann sagen, oh ja, wir haben Leute gesehen, die hatten russische Insignien dran. Wenn man sich Interviews anguckt mit einem Menschen, wie zum Beispiel diesem Kommandeur Kiwida am Flughafen, ja, mit dem ich vor, was haben wir heute? Was haben wir heute? Mittwoch. Ich verliere mal jegliches Zeitgefühl. Ich glaube, ich habe vor zwei Wochen irgendwie mit dem noch gesessen da draußen und ein Interview mit denen geführt. Wenn man sich das anguckt, der hat hier eine DNR-Flagge, ja, dann jetzt Narodnaya Respublika, und hier hat er eine russische Flagge. Ja, okay. Sie können alles kaufen dort. Ja? Das heißt, es ist kein Beweis dafür. Wenn die OSZE Leute sieht mit Hoheitsabzeichen der russischen Armee, ich sag's mal so, in so einem Konfliktgebiet würde, glaube ich, sogar selbst Russland nicht so doof sein und seine Leute mit Hoheitsabzeichen da rumrennen lassen, oder? Also das ist echt weit hergeholt. Und ein anderes Beispiel, nicht weil jetzt irgendwie, weil man auch mal auf andere einschlagen muss, darum geht es gar nicht. Ich frage einfach nur, woher diese doppelten Standards kommen. Nämlich,
Stellen wir uns vor, in Mexiko würde das passieren. Ich glaube, die Amerikaner würden jetzt weder die UN lange fragen, noch mit den Europäern verhandeln, dürfen wir da mal eingreifen. Da hätte man nicht US Army gesagt, da wären die schon drüben. Und, ja okay, ich gehe sogar so weit und sage, okay, wenn es wirklich berechtigtes nationales Interesse ist, naja, stellen Sie vor, ein paar mexikanische Drogenbarone, ich will jetzt niemanden verunglimpfen, ich weiß nicht, ob es die da gibt, ja, aber die kaufen sich jetzt, sag ich mal, eine dreckige Bombe irgendwo, von der ja auch in der Ukraine mal die Rede ist. Wir sollten mal eine dreckige Bombe entwickeln, ja. Und Tschernobyl und Zaporozhye ist ja alles noch irgendwo da. Ich meine, die haben ja Zugriff auf ähnliches Material in Größenordnung. Ja? So, aber stellt mir mal vor, da unten sitzen jetzt ein paar Drogenbarone, Oligarchen in der Ukraine, sage ich mal so nebenbei. Also da unten sitzen jetzt irgendwie so Barone in Mexiko, ja, und beschaffen sich da irgendwie, bewaffnen sich in Größenordnung, bauen ihre Privatarmeen auf, beschaffen sich da Waffen und bauen eine dreckige Bombe. Ja? Und bedrohen die amerikanische, die Nordamerika, die US-Minderheit, die da in Grenznähe wohnt. Und sagt, ihr müsst entweder auswandern oder wir vernichten euch. Oder ihr nehmt die spanische, ihr sprecht nur noch Spanisch und nehmt die mexikanische Staatsbürgerschaft an. Was würden die Amerikaner machen? Was würden die machen? Die wären so schnell da, die wären so schnell da, die würden an der Südspitze von Feuerland erst merken, huch, verdammt, wir sind zu weit marschiert. Um es mal übertrieben zu sagen. Ja? Und wenn das, ich sag's immer mal, wenn da Leute so einen Blödsinn machen, dann muss man da auch eingreifen in irgendeiner Form. Ja? Und Russland tut es aber nicht. Und die russische Armee ist nicht im Donbass. Und ich drehe das einfach um und dann schieße ich. Ich wurde immer gefragt, du sagst immer, die russische Armee ist nicht im Donbass. Okay. Beweise es. Okay. Ich filme jetzt eine leere Straße. Das ist der Beweis, dass sie nicht hier lang fahren. Was ist das für ein Beweis? Was ist das für ein Beweis? Wenn jemand sagt, etwas ist da, dann kann das beweisen. Und es gibt ein ganz interessantes Interview auch mit Leuten aus den USA, auch so Geheimdienstleute, die sogar noch Ehre im Leib haben von denen, ja, die sagen, oh, die verraten jetzt unsere Geheimdienstler ihre. Ja. Was gibt es denn für Bilder? MH17, russischer Einmarsch, diese nebulösen, sehr unscharfen Bilder. Hallo? Ist mit Google Street View, kann ich heutzutage, ja, bis auf, ist meine Hose dazu, ja, bis dahin zoomen. Theoretisch. Ja? Und dann, die Hochtechnologisierten, die geben, glaube ich, 85 Milliarden Dollar im Jahr nur dafür aus, ja, mit ihren Hochtechnologien, sehen die das nicht? Und der Punkt ist, und deswegen sind die Leute in den Westen immer noch der Meinung, übrigens in Holland nicht mehr ganz so, da gehen noch ein paar Leute auf die Straße und sagen, hört jetzt auf zu lügen bei MH17. Die Leute denken immer noch, die waren es, weil die haben es ja gesagt. Was sie nicht gesagt kriegen ist, dass die Amerikaner bis heute nichts vorgelegt haben, aber sie sagen, sie haben es. Und irgendwann sagt er, okay, wir können jetzt, nachdem wir aufgefordert wurden, offiziell unsere Satellitenbilder und die Airbags-Bilder, die ja entstehen, wenn da so ein Airbags-Flugzeug rumfliegt, was ja da rumgeflogen ist in der Zeit, wir sollen die zur Verfügung stellen. Dummerweise muss man eingestehen, gerade zu dem Zeitpunkt gab es technische Probleme mit den Satelliten und mit den Airbags-Flugzeugen. Die Aufzeichnungen existieren nicht. Da gibt es noch Bilder hier von den abgeschossenen Hubschraubern. Haben Sie gedacht, wie das passiert? Das waren die Russen. Und am gleichen Abend oder so lief das und das soll irgendwie die, ich weiß nicht genau, wie ist es gewesen? Ich weiß. Es gibt diese Meldung von einem abgeschossenen Hubschrauber aus Allianz mit 12 ukrainischen Soldaten und einem General drin oder sowas. Dieser Hubschrauber ist nie abgeschossen worden, dort. Er ist in Syrien abgeschossen, aber da war noch kein Ukrainer. Und dieses Bildmaterial hat man hier also verwendet, ist klar. Ja, aber der Punkt ist, es gibt eben weder
Aufnahmen, die zeigen, da ist in Größenordnung tatsächlich Truppen, die über die Grenze gehen und im Donbass operieren. Russische Truppen. Und so genauso gibt es das von MH17 nicht. Und das ist eben so der Punkt, wenn ich sage, wie soll ich denn beweisen, dass etwas nicht da ist, ist halt schwierig. Ja? Und niemand, keiner, kein Mensch konnte das bisher nachweisen. Und das beste Beispiel dafür ist, als das wirklich so richtig hochkommt, es war ein britischer Journalist, der das gemeldet hat, und das ging sofort wie ein Lauffeuer um die Welt. Der hatte den russischen Militärkonvoi gesehen, wie er da fuhr. Jetzt dummerweise nur er. Es war jetzt kein anderer dabei. Vielleicht war es ja ein Journalist, der nur schreibt. Ach so. Es soll ja Journalisten geben, die in Kriegsgebieten keine Kameras haben. Oder kein Smartphone. Ja. Vielleicht hat er auch mit Stöckern auf den Busch getrommelt und hat gesagt, ich hab's gesehen, holt mich wieder ab mit der Taxi. Also er hat es gesehen. Komischerweise gibt es kein Bild. Es gibt kein Bild. Null. Und jetzt kommt's, das wurde, also, boah, ich habe gedacht, mein Rechner explodiert, als ich das gesehen habe, ja, bum, 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 überall kam, russische Armee jetzt da, und ich verdammte Hacke, du hast sie nicht gesehen. Bis dann irgendwann auffiel, keiner hatte sie gesehen, das war so einer dieser Peaks, keiner hat die gesehen. Und dann wurde gefragt, ja, okay, gibt's denn Überwachung, es gibt ja Satelliten und so weiter und so fort, war jetzt nichts drauf zu sehen. Woraufhin offiziell von ukrainischer Regierungsseite eine Pressestellungnahme gemacht wurde. Ja, die kann man jetzt deswegen nicht sehen, weil wir haben den sofort vernichtet. Wenn Sie die DVD kaufen, ich hoffe, dass Sie das tun, und den Film nochmal angucken, die Straße von Ilovaisk, ja? Oder Marinovka, relativ am Anfang, wo das Kreuz auch zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie oft sie auf einen Panzer oder ein großes Militärfahrzeug schießen müssen, damit es pulverisiert ist. Also wirklich weg. Und das war so. Ja, wir haben die so hart getroffen, da findet man jetzt nichts mehr von. Wahrscheinlich. Ja? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wurde jedes einzelne Fahrzeug mit einer Tutschka-U getroffen. Ballistische Rakete. Macht einen Krater von 12 Meter Tiefe und 50 Meter Breite. Und im Umkreis von einem halben Kilometer sind sämtliche festen Gebäude dem Erdboden gleich. Wenn so ein Ding auf sowas trifft, kann ich mir das vorstellen. Also auf bewegte Ziele? Ich weiß nicht. Aber das ist eben genau der Punkt. Ja? Mir wird gesagt, beweise doch, dass sie nicht da sind. Ja, wie? Ja, wie? Und selbst wenn sie da wären, in der Mannstärke, wie sie denn jetzt da sind, angeblich. Ja? Meine Güte. Wenn man sich das Gelände dort anguckt, da ist kein Wald. Also wo man sich jetzt auch wirklich irgendwie verstecken könnte. Das ist hügeliges Gelände und Büsche. Also 200.000 Mann, ich weiß nicht, wie groß ist eigentlich die Bundeswehr? 180.000. Jetzt schon noch? Ja. Das heißt, nee, die Bundeswehr sollen, hä? Wo jetzt? Und vor allem, drei Wochen vorher waren es nur 9.000. 9.000 sind da. Und dann waren es 200.000. Und jetzt weiß ich, warum ich so verdammte Hacke immer so lange an der Grenze stehe. Das sind gar keine Zivilisten, die über Grenze fahren vor mir. Die 50 Fallen ist als russische Armee. Und ich stelle mich immer hinten an. Rekord beim Rausfahren, jetzt waren 14 Stunden Wartezeit an der Grenze. Beim Rausfahren aus dem Donbass. Ja. Das heißt also, signifikant viele russische Soldaten fahren wahrscheinlich auch wieder zurück. In Urlaub. In Heimaturlaub. Ja, ja, müssen ja, kann ja nur sowas sein. Ja. Also, natürlich unterstützt Russland. Das ist doch ganz klar, logisch. Und wer das negiert, ja, der ist dann genau an dem Punkt, ist es wieder grün. Nee, es muss rot sein. Es darf einfach nicht sein, was nicht sein darf. Ja, wegen der Erkenntnis. Natürlich unterstützt das Russland. Logisch. Ja. Logischerweise unterstützen sie es. Auf verschiedenste Arten und Weisen. Ja. Und auch mit Ausbildung, machen wir uns nichts vor. Ja.
Denn ansonsten, es gab eine Zeit im Sommer 2014, Frühsommer, da waren es eben 1500 mit einer Kalaschnikow und mit Jagdgewehren und so weiter und so fort. Da gab es aber auch nicht diese Frontlinie, weil das wird ja auch mal gerne angeführt. Wie können die paar Hanseln mit so wenig Waffen die ganze Front verteidigen? Haben die ja nicht gemacht. Es war Slawiansk, um das es ging. Und dann haben die sich irgendwann zurückgezogen und es gab eben Waffendepots, gerade in diesen Gegenden, in Größenordnung. Ja. Und wir zeigen es auch im Video. Die ukrainischen Truppen, und da gibt es eben nicht dieses Teufel und Engel, das Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Ja? Die ukrainischen Truppen am Anfang waren einfach nicht bereit, ihre Mitbürger zu bombardieren. Ihr habt die Jungs gesehen, die da oben auf den Panzer sitzen. Das sind keine Monster. Und Fakt ist, die ukrainische reguläre Armee, der hat immer weiter abgenommen. Die Bataillonen haben zugenommen. Und das sind auch die massiv zivile Ziele bekommen. Okay, jetzt. Ich danke euch, dass ihr da wart und euch aufrechnen jetzt, die bis zum Schluss ausgehalten haben und mir zugehört haben. Ich bin demnächst wieder da, weil sich die Situation jetzt im Moment sehr bedrohlich entwickelt in Donetsk. Und ich weiß, dass dieser Sommer in den nächsten Wochen wahrscheinlich heftiger wird als der letzte. Aber da ist natürlich auch viel. Es sind das auch strategische, taktische Entscheidungen, die dann da irgendwo getroffen werden. Ich glaube, sie liefern sich nicht so aus. Aber im Moment ist, wie gesagt, ist die Lage relativ ernst. Und deswegen bin ich auch wieder da.